So, YouTube, hallo und willkommen zu Foundry. Ja, wir wollen ja einige Sachen machen. Wir haben gestern mit diesem riesigen Forschungsturm angefangen. Und ich habe mir die Karte nochmal angeguckt. Also dieses Technum erst liegt auf 164 Meter Höhe, das auf 67 Meter Höhe. Und das ist von unserem Standort 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 Kästchen entfernt. Das sogar 7, 7,5 oder mehr. Je nachdem, ob man hoch, runter, runter, hoch, links, rechts geht. Mehr oder weniger. Ich habe mir schon mal erlaubt, ein Stück von dieser Strecke hier wegzureißen, damit unser Inventar voll ist. Deswegen ist das hier entfernt. Aber das nächste Technum-Erz wäre hier oben gewesen oder hier hinten oder hier unten. Und dann habe ich mir ein bisschen geguckt, in die Richtung auch nichts wirklich gefunden. Und hier ist alles Berg. Das heißt, man müsste hoch, runter, tief, links, rechts. Gefiel mir auch nicht so. Und dann bin ich mal hier das Wasser entlang und gucke an. Da ist ein Technum-Erz, sogar ein relativ großes, mittleres. Das reicht für unsere Zwecke bei weitem aus. Es liegt halt nur sehr tief bei 72 Meter Höhe. Aber es ist halt nur 1, 2, 3, 4, 4,3 Kästchen weg, wenn man hoch runter geht. So, das ist also super. Dann gehen wir hier irgendwie über, an Land, hier übers Wasser. Dann haben wir auch nicht so viel Berg vielleicht im Weg. Alles schick. Bedeutet aber, wir müssen uns hier in diesem Boden irgendwie graben. Aber wir hatten ja schon als vorbereitet, zum Beispiel den Fahrstuhl. Und ich würde jetzt auch erstmal den Fahrstuhl bauen. Wo ist denn der Fahrstuhl? Da. Wir hatten da nämlich zwei von, sodass wir nach unten kommen. Ja, bauen wir ihn einfach hier hin. Das sollte passen. Wir müssen eh sprengen. Ich hoffe nicht, dass wir uns die Ressource damit weghauen, aber ich glaube nicht. Da kommen wir direkt daneben raus. Die sind bei ungefähr 73. Dann müssen wir hier nämlich sagen, Konfigurationsmenü neu. Das hier ist Ebene 0 erstmal. Dann müssen wir hinzufügen eine Station, die nennen wir minus 1, weil wir nur ein Stockwerk eingeben. Höhe ungefähr 73. Okay, bestätigen. Jetzt fängt der hier an, wunderbar zu bauen und automatisch uns eine neue Station hinzuzufügen. Habe ich denn Sprengstoff dabei? Nee. Guckt, ich habe keinen Sprengstoff dabei. Da bin ich so gut vorbereitet in die Aufnahme gegangen und habe den Sprengstoff glatt vergessen. Aber es dauert auch eine Weile, bis dieser Fahrstuhl sich nach unten bohrt. Das Coole ist nur, dass man dann nicht selber sich runtergraben muss. Wobei das, wenn man einfach nur straight runter geht, auch okay ist. Das Problem ist, wie kommt man raus? Entweder mit den Leitern, wenn man die hat. Oder halt dann zurück teleportieren mit Respawn. Ist also beides so nur semi-gut. Und wir könnten eigentlich von der Forschung aus nach da unten hin das bauen. Und wir müssen auch Strom runterbringen, fällt mir gerade auf. Aber wir haben die großen Strommasten. Kann ich nur nicht bauen, weil uns keine Polymerplatten zur Verfügung stehen, weil ich mich ja noch nicht darum gekümmert habe, dass wir Olomit haben. Das wäre erst danach dran, nicht? Ich wollte Level 1 und 2 und 3 Forschung wieder anbinden, um dann das Olomit weiterzumachen. Verdammt. Okay, habe ich irgendeinen Mist hier noch, den ich ablegen kann? Ah, die Kisten sind alle voll. Okay, die Dinger werde ich doch sicher irgendwo los, oder? Dann können wir nämlich diese Lager hier ablegen. Ich baue nämlich den Zünder. Shit, das wäre ich nur beim Beton los hinten. Ah, wartet. Ich habe eine Idee. Hier ist noch ein großer Container. Pop. Da werfen wir das rein. Und dann können wir den Sprengstoff mitnehmen. Gut, wir hätten eine 1 zu 1 Tausch machen können. Aber so ist auch okay. 50 Sprengstoff sollten bei weitem reichen. Kann ich ein paar Leitern bauen? Aber ich habe keinen Platz für Leitern.
Dieser eine Stahl da ist auch ein bisschen dumm. Ich kann von dem ein bisschen was bauen. Da hätten wir Platz. Aber ich wäre nicht 99. Inventar ist voll. Shit. Weil der mitten da drin war. Okay, drei muss ich bauen. Ah, deswegen mag ich hier Berge nicht. Man kann nicht nebenbei irgendwie ins Inventar gucken, ohne hier festzuhängen. Später werde ich das alles einplanieren. Ich werde riesige Fahrzeuge haben, die die Natur umwälzen und zu einer planen Ebene aus Stahl machen. Oder noch besser, aus Titan. Oder noch besser, alles aus glänzendem Chrom. So, ich sehe da, wo das Wasser brodelt, müsste der Fahrstuhl sein. Sehr interessant. Bitte einmal nach minus 1 fahren. Danke, er ist fertig gebaut. Du. Ja, bei den Sprengungen müssen wir so ein bisschen vorsichtig sein. Die sind schon ausgeprägter, nenne ich sie mal. Dass ich mir nicht hier alles wegsprenge. Wir sind aber, glaube ich, an einer richtig guten Stelle rausgekommen. Wenn ich jetzt sauber sprenge... Nee, das ist zu hoch. Das nervt mich. Ich kann hier gar nicht... Ja, das sollte passen. Auf der Höhe muss das also... Das wäre hier. Wo ist denn das? Das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Wie vielleicht? Ja, da sind wir an den Ressourcen. Sehr gut. Da. Sieht gut aus. Interessant. Läuft das langsam voll? Hat das Wasserphysik oder läuft das Wasser einfach über die Fläche die ganze Zeit und versickert? Ich meine, hat was. Hat definitiv was. Wird nicht voller, oder? Es kann sein, dass ich das erst um x Summen füllen muss, damit das ein Block wird. So, dass erst 1000 Liter Wasser pro Block fließen müssen, dass dann ein Wasserblock entstehen. Das kann natürlich sein. Ansonsten schon sehr verrückt. Okay, aber ich glaube, wir brauchen höchstens noch eine Sprengung. Das Problem ist, wenn ich jetzt noch mehr von Hand sprenge, nicht von Hand sprenge. Shit. Wir sind so voll. Das können wir noch verballern. Wir können davon noch einen bauen. Ich muss irgendwo Zeug wegkriegen. Jetzt hätten wir Zeug weg, damit ich hier abbauen kann. Wir müssen das hier so ein bisschen freilegen. Und damit ich so die Wände ein bisschen glätten kann, brauche ich natürlich auch Steine. Und dann zimmern wir das hier einfach manuell raus. Doch, es fließt nach vorne, oder? Bin mir da unschlüssig. Wir brauchen 4 von den Drohnen. Haben wir die? Habe ich gar nicht dran gedacht, dass wir die vielleicht brauchen. Ja, die habe ich natürlich nicht gebaut. Bam, bam, bam. Da könnten wir auch gleich Level 2 Dinger bauen.
Dann brauchen wir wirklich nur 3 anstatt 5 oder 6. Dann machen wir eins links hin, eins rechts und eins vorne. Dann haben wir auf jeden Fall die komplett umhüllt, dieses Ressourcenvorkommen. Ich weiß gar nicht, ob wir das auf der Höhe hier brauchen, wo die eigentliche Höhe werden wird. Ich muss nochmal scannen. Eigentlich auf der ich mich gerade befinde. Also die hier. Das heißt wirklich, das hier wird Boden. Der Fahrstuhl passt jetzt nicht. Okay, geschenkt. Dann brauche ich nämlich gar nicht so weit oben die Decke bauen die ganze Zeit. Ist ja Quatsch. Die bauen wir auch zu. Der Fahrstuhl kommt eh weg. Der ist ja nur für uns gewesen. Mit dem fließenden Wasser ist ziemlich nervig. Wartet mal. Ich habe keinen Platz im Inventar, nicht? Der stackt den nicht. Ja, shit. Natürlich habe ich zu wenig Platz im Charakterinventar. Wie könnte es auch anders sein, dass man nicht genug Platz hat? Ich wollte die Verbesserung ja nicht erforschen. Ich weiß, ist mein Problem. Ich muss halt diese braunen Sachen drumherum so ein bisschen wegnehmen, sonst kommen die Drohnen, die da fliegen, nachher nicht weiter. Und da finden keinen Weg mehr, um das abzubauen. Sonst würde ich das ja auch einfach lassen. Ich meine, meistens können die auch drumherum abbauen, das ist nicht so das Problem. Oh. Decke zu flach fanden wir auch scheiße bisher immer. Deswegen kommt die auch weg. Upsala. Ah, da komme ich nicht ran. Ich würde sagen, das ist sogar 1 zu niedrig. Dass wir das 1 höher machen. Oder das Wasser. Ich sehe gar nichts hier. So, das wäre die richtige Höhe. Und hier müssen wir eine Wand hochziehen, beziehungsweise den anderen Fahrstuhl denn platzieren, der nach oben führt. Da müssen wir auch nochmal für hoch.
Und die brauchen ja Strom. Deswegen müssen wir den Boden hier wegnehmen. So, die sind zwei breit. Das heißt, den einen würde ich hier hinten hinsetzen. Und damit das nicht so gequetscht ist, brauchen wir hier auf jeden Fall noch einen Abstand. Und eigentlich zwei Abstand. Weil der Fahrstuhl zeigt dann da hinten hoch. Okay. Ich würde gerne die Sprengladekraft einstellen können, nicht? Dass es eine kleine, eine große, eine mittlere Sprengladung irgendwie gibt. Das wäre ganz fantastisch. Dann können wir nämlich einstellen, zum Beispiel, dass man hier sowas einfach mal wegsprengt und nicht abzimmern muss. Wäre einfach gigantisch. Zu wenig Platz im Charakterinventar. Okay, dann müssen wir jetzt den Stein irgendwie erstmal wieder loswerden. Indem wir zum Beispiel hier zubauen. Die Decke kann man auch zubauen. Spätestens ab hier will ich nicht mehr. Ich muss mal drehen. Warte mal, ich will das ja loswerden. Das Steinzeug. Dann machen wir das so. Und hier kann sogar noch einer davor. Und hier können wir noch haben wir nicht mehr genug? Doch. Jetzt ist alle. Also es fühlt sich irgendwie nass an hier. Weiß nicht wieso. Ich glaube, es fühlt sich doch langsam. Weiß nicht, wie ich darauf komme. Weg den Scheiß hier. Hier wollten wir auch eine Wand oder den Fahrstuhl hinpacken. Okay. Eigentlich müssen wir noch nach rechts ein Stück, damit wir das wirklich umhüllt haben. Kann man den Fluss nicht beenden? Naja, wir sind unter Meer. Weiß nicht, ob wir es schaffen würden, den ganzen Fluss umzuleiten. Das wäre ein etwas größeres Projekt. Außerdem habe ich den Fahrstuhl mitten ins Wasser gebaut. Vielleicht ist das auch ein Problem. Wenn ich ihn übers Wasser gebaut hätte, wäre das vielleicht gar nicht passiert. Möchte ich jetzt nicht mal ausschließen, dass das an meinen Baukünsten gerade liegt, dass das hier voller Wasser ist. Natürlich liegt das am Spiel. Gut, dass ihr das auch so seht. So, den Wasserfluss. Naja, wie willst du den... Es wird voller. Wie willst du denn den Wasserfluss, der von oben kommt, umleiten? Also, der ist ja im Fahrstuhl. Der Fahrstuhl ist ja ein Loch. Also, ich wüsste nicht, wie ich da was umleiten soll. Ich muss gestehen, ich kenne Minecraft halt gar nicht. Ich habe es einmal angefangen, aber ich habe gar keinen Zugang zu gefunden. Einmal früher in einer der Urversionen
Da habe ich mich auch gefragt, was die Leute an dem Spiel fanden. War nicht wirklich meins. Und dann irgendwann nochmal später und diese ganzen, man wurde alle 2 Sekunden getötet von irgendwelchen Viechern. Man wusste gar nicht, was man machen soll. Man ist im Spiel und tot. Was? Komische Version vielleicht, aber da war ich dann raus. Ich weiß gar nicht, ob wir das sogar on stream angeguckt hatten. Fahrstuhl weg und neuer. Ja, der Fahrstuhl kommt eh weg, aber es kommt ein Transportfahrstuhl hin. Wahrscheinlich wird der das gleiche Problem haben. Weil der auch keine verdichteten Wände hat. Die Frage ist, bleibt das Wasser dann stehen, was schon bis dahin da war? Das werden wir herausfinden. Erstmal hier noch. So. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass es ganz frühes Early Access, nicht? Die sind gerade aus ihrer Found-Racing-Phase quasi mit Entwicklung raus in Steam Early Access. Also da ist auf jeden Fall noch viel geplant. Gerade der Fahrstuhl, der wird nochmal komplett überarbeitet. Also der wird auch wegfallen. Auch das Bohren unter Wasser wird nochmal komplett anders werden. Können wir also auch nochmal dann gespannt sein, was da auf uns zukommt. Ich habe halt nun keinen Platz im Inventar gerade, um den Fahrstuhl zu entfernen. Das ist mein anderes Problem. Okay, also einer dahin, einer hierhin und einer irgendwo hierhin. Eigentlich will ich das da hinten schon gerne noch weg haben. Komm da nur nicht mehr hoch. Jetzt. An dem werde ich nicht rankommen, was? Shitty. Vielleicht wartet. Ah, ich komme da nicht hoch. Aber ist eh egal. Da kommt... Ah, auf der Höhe kommt Decke hin. Wartet. Okay, dann muss ich gar nicht das wegnehmen. Ah, ich muss es wegnehmen, wenn ich da laufen will, nicht? Okay. Dann machen wir nur die Ecken so weit, wie wir kriegen, raus. Also so. Und dann müssen wir uns hier nochmal einen neuen links hinsetzen. Ist ja schnell weggenommen wieder. So, 110 Dinger. Schang weg. Ja, eigentlich würde ich das schon gerne da hinten noch haben. Ich habe MC seit 10 Jahren oder so und habe da noch nie was, was du hattest. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht, es gibt ja 1000 Minecraft-Versionen. Ich glaube, das war die aus dem Game Pass. Fand ich total bescheuert. Aber wie gesagt, auch schon ganz früher hat es mir nicht gefallen. Und diese neue Version, da hat mir auch nicht gefallen, von daher... Kann man mögen, muss man nicht. Ich spiele lieber hier sowas. Da habe ich irgendwie mehr Zugang zu. Einem kann ja nicht alles gefallen.
Den meisten gefällt dafür wahrscheinlich Foundry einfach nicht. Weil sie halt dann die Minecraft-Sachen erkennen und gewöhnt sind. So. Ist halt immer Gefühls- und Geschmackssache. Dann war das Minecraft für Windows und nicht Minecraft für Java. MC für Windows ist absoluter Schrott. Das könnte ich dann unterschreiben, wahrscheinlich. Oh, der Fahrstuhl ist 3 tief, nicht? Das heißt, auf der Höhe, das sollte eigentlich schon reichen. Da haben wir 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir noch eins zur Seite. Warte, ich muss da auf meine Bauplattform. Ich weiß, ich habe auch mal so ein Minecraft im Browser gespielt. Das war auch ganz schrecklich. Ich glaube, wenn man damit aufgewachsen ist, dann ist es halt einfach ein Spiel, wo man sagt, wow, ist das cool. Genau wie für mich Baldur's Gate cool ist. Und andere sagen, Baldur's Gate, was ist denn das für ein Scheiß? Wenn man es heutzutage sich angucken würde, nicht? Manche Spiele haben einfach eine Zeit, wo man reinkommen kann zu ihnen und dann Zeiten, wo es einfach ja, halt nicht mehr passt. Aber das kann ich doch zumachen. Das hier brauchen wir ja nur. Damit da noch Strom drunter ist. Und fertig. Jetzt den Fahrstuhl wählen. Wo ist er? Der hier. Und zwar der untere. Genau. Perfekt. Dann passt das. So, wo sind die Steine? Hier. Einmal so. Einmal so. Dann haben wir doch schon fast eine gute Höhle, außer dass mich das hier nervt. Zumindest die beiden hier vorne müssen weg. Wenn schon nicht der ganze Einbau. Und hier können wir auch noch zuziehen. Oh, verdammt. Ein Fehler. Okay. Fahrstuhl nach oben wäre da. Dann kriegt der hier wieder seine... Gut, wenn wir die Level-2-Dinger... Warte mal, können wir die Level-2-Dinger bauen? Darum geht's ja jetzt. Wir brauchen Leiterplatten, können wir nicht bauen. Okay. Also gefällt mir jetzt besser. Dann machen wir wieder 6 Stück Dinger hin. Wir haben die 6 noch, guckt mal. Okay, dann kommt der eine nämlich hier hin. Der andere, haben wir ja gesagt, der kommt dann halt so hin. 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Oh, die kommen hier ran. Flump, flump, flump.
Das gleiche müssen wir mit den anderen machen. Unter Wasser sieht man nicht, dass man baut. Das ist auch nicht gut. Wump. Wump. Oh. Okay, schlecht. Dann so. Kein Strom, darum kümmern wir uns dann. Erstmal nach oben fahren. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich den Fahrstuhl wegnehme, ob das Loch bleibt. Oh, das kann natürlich sein. Aber erstmal bauen wir den hier. Am besten auf Höhe 169 Meter. 136 Metern. Warum bin ich da einfach runtergefallen? Danke. Hier sind wir auf 128. So, auf der Höhe. Wenn ich um den Fahrstuhl eine Mauer ziehe. Ah, ich sehe nicht, wo der... Shit, jetzt bin ich runtergefallen. Ah, shit. Okay, nochmal. Da habe ich oben wenigstens eine Plattform zum Bewegen. Wenigstens geht Abreißen relativ schnell. Bin ich zu dicht dran? Dass ich das nicht sehe? Irgendwie ist doch verbuggt hier, oder? Da ist ein Bug. Guck mal, Alpha-Berechnung. Die blauen Dinger werden vor der Alpha-Phase oder als Alpha-Phase berechnet, aber das Wasser wird danach berechnet. Das ist ein bisschen schlecht. Da ist die Rendering-Pipeline nicht in der richtigen Reihenfolge oder das Herangehen, transparente Sachen zu rechnen, nicht modern. Deswegen sieht das jetzt so aus, als ob das sonst wo steht, obwohl es hier runtergehen würde. Ich sehe es halt nur nicht. Map, map, ma. Okay, wartet. Der dockt sich ja automatisch an, wenn wir das hier machen. Ich hoffe, dann ist das unsere Höhe. Ja. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier eine Mauer ziehe, drumherum ist das auch echt viel, nicht? Okay, in welche Richtung wollen wir weiter? In die da. Wenn ich mich recht entsinne. Und ich dachte, wir gehen aber so ein Stück nach links. Also erstmal in die Richtung, wo die Plattform ist. Genau. Oh. Das ist doch gar nicht schlecht. Dann machen wir hier einfach so eine Plattform. Dann kommt hier... Ja, einer raus. Oder wollen wir hier das Lager hinmachen? Und die Fabrik für die Stäbe. Gleich in der Höhe. Wäre auch nicht schlecht, oder? Hier hätte ich genug Platz. Dann könnte ich jederzeit nach links und rechts erweitern. Gefällt mir. Haben wir hier erstmal unsere Base. So, und da, falls wir runterfallen, habe ich jetzt Platz. Ah, guck mal, jetzt habe ich nämlich Platz im Inventar. Dann können wir erstmal Leitern bauen. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Und dann von hier Leiter nach unten.
Wir müssen ja auch Strom runterziehen. Ich sink gerade von alleine, das ist wie so ein Super Mario Level. Aber wir sehen, es geht echt weit runter da noch. Ich hoffe nicht, ich komme hinter dem Fahrstuhl jetzt raus. Unten, das wäre doof. Habe ich nicht dran gedacht. Ah gut, dann muss ich unten halt einen Weg. Wie oft gehe ich runter? Nicht? Ich werde hier nie wieder runtergehen. Das macht man einmal und dann ist man unten. Zum Glück gibt es keinen Sauerstoff oder sowas. Dass man immer wieder hochschwimmen müsste, Sauerstoff holen. Das glaube ich, der Roboter schon ziemlich dankbar. Hallo Lytro. Wieso nass werden? Na, wir sind unter Wasser. Und unsere Schaltkreise britzeln schon richtig. Und runter. Und runter. Oh. Aber jetzt, da kommen wir durch. Ah, das ist doof. Wir kommen sogar auf der Seite runter. Das ist sogar scheiße, dass das so ist. Das ist Kacka. Ich könnte auf der anderen Seite noch runter, nicht? Unter Wasser kannst du wenigstens keine Bäume kaputt machen. Denkst auch nur du. Okay, ich könnte auch hier runter. Na, dann den Spaß nochmal hier. Und das andere zumachen. Man sieht hier in jedem Fall, dass du kein Minecraft-Spieler bist. Ein Minecraft-Spieler würde hier abbauen, ohne WSAD zu verwenden, indem man die Kamera leicht schräg hält. Geht nicht. Also. So meinst du? Ah, gut, geht. Aber gerade so, wenn du es wirklich im richtigen Winkel triffst. Aber ich finde das nicht schön. So macht es viel mehr Spaß. Wir sind halt ein bisschen zu langsam, was den Abbau angeht. Bei Stein. Da müsste man ein Level weiterkommen erst. Damit das besser geht. Oder den Bergbaulaser haben. Und selbst wenn ich Minecraft-Spieler wäre, ich würde auch nicht so eine Methoden benutzen. Ich würde das ganz straight abbauen. Da könntest du mir noch tausendmal sagen, ah, so ist optimal. So machen das alle. Ich bin nicht alle. Ich mache immer meinen Weg. Nicht? Das ist halt der Unterschied. Wenn alle von der Klippe springen, dann springe ich nicht hinterher. Und auch wenn die Klippe der schnellste Weg ist, gehe ich außen rum. Genau wie ich nicht über eine rote Ampel gehe. Auch wenn alles über rote Ampel gehen cool ist. Ich gehe nicht über rote Ampeln. Und wenn es unsinnig ist und kein Auto kommt, ich bleib stehen. Egal wie dumm das ist. Für andere. So. Der Weg gefällt mir nämlich hier besser. Und deswegen bin ich nämlich ein Larry. Und ihr nicht. Die Leitern können wir noch abbauen. Oh, hier muss ich jetzt aufpassen, sonst erwische ich aus Versehen den Fahrstuhl. Nee, wartet. Ah, das ist praktisch. Wir wollen nur nach oben abreißen.
Okay. Ich bin auch nicht so, ob wie ein Minecraft-Spieler. Wenn ich hier bei Twitch all die scheiß Kinder Minecraft-Streamer sehe, die ihre Kack-Tastatur-Maus in die Webcam zeigen, was soll der Kack? Ja, gut. Das sagen die sich auch, wenn sie meinen Stream sehen, nicht? So ist es halt. Jeder bedient eine Nische für eine gewisse Gruppe. Und das ist doch gut. Man muss die anderen ja nicht angucken. Ich meine, genau wie die ganzen Bubbles, die aktuell sich irgendwie gegenseitig fertig machen und alle sagen, ganz Twitch Deutschland. Also ich muss sagen, die Leute, die da gerade Beef haben, die kenne ich nicht mal. Unge, keine Ahnung, wer Unge ist und sowas. Also das mag für manche vielleicht der Name sein, aber ich kenne den nicht. Ich habe noch nie was von denen gesehen. Weil ich halt auch YouTube gar nicht gucke zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein YouTuber, nicht? Und auch die anderen hier, wie heißen die anderen? Die eine habe ich mal bei Ronny halt gesehen. Das war schon. Mehr Berührungspunkte habe ich da zum Beispiel auch nicht. Aber ganz Twitch Deutschland brennt. Na gut, vielleicht 0,1%. Außer man sieht sich halt zu überrelevant, nicht? So ist es halt. Das ist das, was die Leute aber wollen und was Reichweite bringt heutzutage. Oh, wartet mal. Ist das jetzt clever, die Leiter links zu haben? Ja, ist es. Aber wieso filmen die ihre scheiß Tastaturhand? Damit sie ihre Skills zeigen und Anti-Cheat. Also, das soll beweisen, dass sie keine Cheats einsetzen, sondern wirklich so gut sind. So habe ich das zumindest verstanden in den meisten Fällen. Kann hier nur. Ah, jetzt kann ich mal die Leitern ziehen. Echt nicht genug Leitern? Oh, echt nicht. Es ist echt tiefer, als ich dachte. Ich dachte, es ist so 17, 20 tief, aber nee. Ist tiefer. Viel tiefer. Jetzt haben wir's. Ich meine, hier bräuchte ich, weil Wasser drin ist, gar keine Leiter. Davon mal abgesehen. So. Sehr schön. Dann kommen wir hier nämlich daneben an. Und ja, es läuft langsam voll, nicht? Vorhin war hier kein Wasser. Aber ganz langsam läuft das nur. Und jetzt läuft es auch über dem Fahrstuhl. Okay, wir würden hier nämlich mit Strom ankommen. Dann bauen wir uns hier so eine kleine Strombuchte rein. Mal rumziehen. Das werden wir auf jeden Fall probieren gleich. So. Jetzt ist halt nur das Problem, kriege ich das Stromding? Ja, ich muss nämlich. Wo ist denn der andere Strom? Wandstrom, den habe ich nicht mehr. Wandstrom. Da. Können wir den auf die Seite bringen? Das wäre. Ja, guck mal. Das ist doch super. Dann können wir nämlich hier einfach gerade hochgehen und nicht mehr mit diesen komischen Kästen, Dingern. Was leider ein bisschen schade ist, dass man hier bei dem Band nicht die Art auswählen kann mit Rechtsklick. Also ich muss jetzt immer manuell raten, weil ich, wo ich die setzen muss, 25 oder weiß nicht, wo der Abstand ist, nicht? Das heißt, ich setze hier welche, dann muss ich wechseln auf Kabel. Dann muss ich Kabel gucken. Kabel geht. Aber ich weiß nicht, wie weit das Kabel geht. Das ist so ein bisschen bescheuert gemacht. Ich glaube, die Wanddinger sind noch relativ neu. Da könnte man auf jeden Fall. Da müssen, machen wir mal immer so 3, 4. Der würde gehen. Der würde gehen. Der würde gehen. Der würde auch noch gehen. Okay, dann nehmen wir den.
Also sind die jetzt wirklich verbunden? Sind doch nicht verbunden. Hä? Jetzt kann er das. Hä? Okay, interessant. Okay, aber warum kann das denn beim anderen eben nicht? Hier macht er den. Ist ja merkwürdig. Jetzt hat er's. Hä? Okay. Okay, okay. Also dann ist die Steuerung nur komisch. Man muss also genau auf das Ding zielen, sodass es grün wird, damit das dann als Duplikat nimmt für den Modus Strom setzen. Was natürlich... auch so ein bisschen schwierig dann. So. Okay, dann hätten wir einmal bis oben von unten Strom. Ich hoffe, jetzt haben wir genug Steine, um das hier einmal hochzuzimmern. Ob das Spiel so clever ist. Oder nicht. Ich glaube, es reicht aber, was wir erstmal haben. Okay, die können wir wieder abreißen. So. Bin ich wenigstens noch die Steine los? Ich glaube, dass... ist einfach fix, nicht? Da, wo mal Wasser war, sind Wasserblöcke, die du nicht wegkriegst. Was ich auf jeden Fall wegkriege, ist diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde hier noch ein bisschen rumbauen und ein bisschen was optimieren. Vielleicht kriegen wir das Wasser hier doch raus. Ich reiß mal den Fahrstuhl ab. Ich räume mal ein bisschen meine Taschen auf und bis gleich.